Hallo. Wenn außergewöhnliche Ereignisse eintreten, ruft der Landkreis einen Krisenstab ein. Das ist der Stab des Hauptverwaltungsbeamten. Wir haben das durch die Corona-Krise gemacht und wir möchten Ihnen in den nächsten Tagen erklären, wie dieser Stab funktioniert. Marvin Schwiegmann wird Ihnen die einzelnen Funktionen erläutern und ich freue mich, wenn Sie Interesse haben, dies zu begleiten. Guten Tag. Mein Name ist Marvin Schwiegmann und ich bin beim Landkreis Hameln-Pyrmont stellvertretender Leiter des Amtes für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und unter anderem für die Organisation, Aus- und Fortbildung unseres Stabes HVB zuständig. Ich werde Ihnen in den nächsten Tagen ein bisschen die Einzelheiten unseres Stabes näher bringen. Für die Bewältigung eines Katastrophen- oder Krisenfalls ist im Kreisgebiet grundsätzlich der Landrat der politische Gesamtverantwortliche und kann somit auch für das Kreisgebiet als Einsatzleiter bezeichnet werden. Aufgrund der Vielzahl an Anforderungen, Herausforderungen, Besprechungsanfragen, Vororttermin, die in einem solchen Szenario über den Landrat hereinbrechen, sieht das niedersächsische Katastrophenschutzgesetz vor, dass er einen kreiseigenen Stab aufrufen kann, seinen Stab HVB, den wir gerne auch als Krisenstab eben bezeichnen, der ihn bei dieser Vielzahl an Aufgaben unterstützt. Diesen Stab beüben wir mehrmals im Jahr initiativ und wir können ihn bei Bedarf sehr kurzfristig hochfahren, die entsprechenden Stabsmitglieder alarmieren und den Stab hier im Kreishaus einrichten. Auch wenn der Katastrophenfall formal in dieser Corona-Krise noch nicht eingerichtet werden musste, sehen wir es aber als unbedingt erforderlich an, diesen Stab für die Bewältigung der anstehenden und uns momentan betreffenden Herausforderungen zu nutzen und um verschiedene Vorplanungen zu machen für Fälle, die wir leider alle noch nicht konkret absehen können, die uns aber ereilen mögen im Zweifel. Der Stab, der sich aus verschiedenen Sachgebieten, Fachberaterinnen und Fachberatern sowie Verbindungspersonen zusammensetzt, benötigt natürlich eine zentrale Leitung, unsere Stabsleitung, die auch ständig im Stabsraum präsent sein muss. Diese Aufgabe wird bei uns auf Verwaltungsleitungs- bzw. Dezernatsebene besetzt. Die Stabsleitung ist die unmittelbare Verbindungsperson zwischen unserem Landrat und dem gesamten Stab. Die Stabsleitung ist für die Stabsabläufe zuständig. Sie ruft Besprechungen ein, sie leitet diese und entscheidet über grundlegende Ziele und Maßnahmen der gesamten Krisenbewältigung.